meine Damen und Herren, es ist schon etwas weiter fortgeschritten am heutigen Nachmittag. Wir haben jetzt gleich 16 Uhr und ich möchte Ihnen jetzt als letzten Teil meiner Beiträge hier zur Aufdröselung, Aufklärung der Verflechtung zwischen RWE, der Stadtpolitik und den Stadtgesellschaften, die Rolle der Stadtwerke Essen vorstellen. Die Stadtwerke Essen sind eben Stadtwerke, wie viele Städte das haben, aber sie gehören nicht der Stadt Essen alleine, sind also nicht ein kommunaler Eigenbetrieb der Stadt Essen, sondern sie gehören nur zu 51% der Stadt Essen. 29% gehörten bis zum Oktober 2020 der RWE AG. Und jetzt gehören sie, diese 29% der Stadtwerke Essen, der Firma Westenergie. Diese ist wiederum eine 100% Tochter des E.ON-Konzerns. Also hat es einen Besitzübergang gegeben von RWE, die auch nicht die Anteile von den Stadtwerken Essen, diese 29% selber gehalten hat, sondern die hat es übertragen, die Verwaltung der Tochtergesellschaft Innogy. Die ist aber untergegangen. Also die gibt es jetzt ja gar nicht mehr, sondern die ist aufgeteilt worden zwischen RWE und überwiegend zu E.ON übergesiedelt. Und da gibt es auch sehr interessante Geschichten, die ich dann vielleicht mit diesem Übergang dann zum Ende sagen werde. Ja, was machen die Stadtwerke Essen im Heizungs- und Sanitärsleng gesprochen? Und man spricht ja hier im Ruhrgebiet gerne Klartext, machen die Stadtwerke Essen Gas, Wasser, Strom und Scheiße. Also Abwasser auch, Abwasserbehandlung ist das. Ne? Und ich beschäftige mich jetzt hier in Bezug auf die Stadtwerke Essen nur mit dem Geschäftsmodell, was sie mit Strom machen. Da haben die Stadtwerke Essen nämlich einen riesigen großen Kunden. Und dieser große Kunde, man kann fast vermuten, im Stromgeschäft ist das nahezu der einzige Kunde, ist die Stadt Essen. Die Stadt Essen hat den Stadtwerken Essen den Auftrag gegeben für alle städtischen Immobilien. Das ist nicht ganz klar, sind das 1200 Immobilien oder sind es 1400 Immobilien, weil da unterschiedliche Zahlen kursieren. Weiß nicht genau, woran das liegt, das ist mir nicht gelungen, das aufzuklären. Also gehen wir mal auf, für ca. 1400 Immobilien in der Stadt Essen haben die Stadtwerke Essen vom Rat der Stadt bzw. den Mehrheitsfraktionen im Rat der Stadt den Auftrag bekommen, für diese 1400 Gebäude den Strom einzukaufen. Was sind diese Gebäude? Es sind überwiegend Schulen und Verwaltungsgebäude und Jugendeinrichtungen und sowas eben. Und zwar haben seit ein paar Jahren, ich meine seit 2010, die Stadtwerke Essen den Auftrag bekommen, diesen Strom nicht einfach einzukaufen, sondern als Ökostrom einzukaufen. Und das ist eine spannende Geschichte. Wie machen die Stadtwerke Essen das, den Strom einzukaufen? Die kaufen den, die haben keine eigenen Erzeugungsanlagen, also keine Kraftwerke und so, auch nichts Erneuerbares, null, nothing. Die kaufen den gesamten Strom im Auftrag der Stadt Essen an der Leipziger Strombörse, EEX, das bedeutet European Energy Exchange, so ist die Abkürzung für die Strombörse. Da kaufen die den Strom ein. Und zwar genau so viel Strom, wie im kommenden Jahr gebraucht wird. Also ein Jahr im Voraus kaufen die für 2021, haben die den schon 2020 eingekauft und in diesem Jahr kaufen sie für 2022 ein. Die zu kaufenden Strommengen, also wie viel Strom dann geordert wird, bestimmen die Stadtwerke Essen aufgrund des Strombedarfs des letzten Jahres, des vorausgehenden Jahres.
Und jetzt machen die das ganz geschickt, die kaufen nicht den Strom alles auf einmal ein. Was würde dann passieren? Die würden wahrscheinlich entweder, wenn sie einen günstigen Tag erwischt haben, einen günstigen Preis haben. Und weil sie aber sehr viel dann einkaufen, würden sie dann gleichzeitig den Strompreis selber in die Höhe treiben. Und manchmal kaufen sie, könnten sie dann, wenn sie nicht am Freitag eingekauft haben, dann am folgenden Montag vielleicht einen viel günstigeren Strompreis kriegen. Und diesem Rechtfertigungszwang möchten sie sich nicht aussetzen. Die Stadtwerke, Menschen, die den Stromhandel betreiben. Es könnte ja irgendein Kommunalpolitiker, der mal sein Gehirn einschaltet, nachfragen, warum hat er denn am Freitag eingekauft, da war der Strom so teuer, er hätte besser am Montag einkaufen können. Da war der billiger. Also, was machen die Stadtwerke Essen? Und ich habe das mal erlebt, dieses Geschäftsmodell von von einem leitenden Menschen der Stadtwerke Essen erklärt zu bekommen. Also Herr Schwerber, Sie machen es ja gar nicht, Sie haben ja keine Ahnung, wie raffiniert wir da vorgehen. Ja? Also wir kaufen nämlich an jedem Tag, an dem die Leipziger Strombörse Geschäfte tätigt, das sind 320 Geschäftstage im Jahr, kaufen wir genau wie viel ein? Ein 320stel des Strombedarfs für das kommende Jahr. Ja, also 320 Geschäftstage, an jedem Tag ein 320stel des Strombedarfs. Warum machen wir das? Weil wir dann sozusagen im Durchschnitt alle Hochpreistage und Niedrigpreistage ausgleichen können und dann den sogenannten Cost-Average-Effekt nutzen können. Wir bekommen den Strompreis dann zu dem günstigsten Durchschnittspreis. So, also das klingt ja ganz raffiniert und man muss sich natürlich nicht vorstellen, dass jetzt da die, ich glaube, fünf hochbezahlte Menschen beschäftigen, die Stadtwerke Essen nur für dieses Stromhandelsgeschäft. Da geht keiner unter 70.000 Euro nach dem Jahresgehalt nach Hause. Und die sitzen aber dann nicht irgendwie am Telefon und telefonieren mit der Leipziger Strombörse. Nee, da muss man sich schon, also da ist die Digitalisierung schon fortgeschritten, die haben dafür ein Computerprogramm. Und das kauft nicht nur in 320stel Tagesschritten ein, sondern das kauft alle Viertelstunde irgendwie ein, weiß ich nicht, Bruchteil von Strom ein, den man dann noch an den weiteren Viertelstunden des Tages erwerben kann. Also da läuft ein Computerprogramm, was die standardmäßig von anderen Energiehandelsunternehmen übernommen haben. So, also die zu kaufende Strommenge bestimmen die Stadtwerke aufgrund des Strombedarfs des letzten Jahres, das hatte ich schon gesagt, und jetzt kaufen sie da den gesamten Strom ein. Und was ist denn der eingekaufte Strom? Das ist kein Ökostrom, sondern das ist sogenannter Graustrom. Das heißt, das ist ein Stromgemisch, das durchschnittlich zu über 80% aus Steinkohle, aus Braunkohle, aus Gas und auch aus Atomstrom besteht. Man weiß das nicht so genau, weil das eben eine Wundertüte ist, die man da einkauft an der Leipziger Strombörse. Die echten Ökostromkontingente, die gehen nämlich als erste weg und die wandern nicht über diesen Spotmarkt. Die werden da gar nicht gehandelt, weil die schon vorher gebucht sind. So, also der besteht überwiegend, also die Durchschnittszahlen sind unterschiedlich, aber zu selten unter 80% aus fossilen und aus Atomstrom und nur eben zu 20% oder sogar weniger aus Gewinnteilen aus erneuerbaren Energien. Das sind zu unterscheiden bei den erneuerbaren Energien, die durch das Erneuerbare Energiegesetz gefördert werden. Die werden so gut wie gar nicht da gehandelt. Die nicht nach erneuerbaren Energien, also aus alten Wasserkraftwerken stammen und so, die werden da auch gehandelt. So, also die Stadtwerke Essen haben jetzt Graustrom eingekauft. Sie haben aber den Auftrag, Ökostrom an die Stadt
für die Stadt zu besorgen. Was machen sie jetzt? Sie kaufen für jede Kilowattstunde Graustrom noch ein passendes CO2-Zertifikat rein. Was ist denn ein CO2-Zertifikat? Das ist eigentlich nur ein Verschmutzungsrecht, das ein anderes Unternehmen, was zum Beispiel Wasserstrom, aus Wasserkraftstrom produziert in Österreich, nicht benötigt, weil das ja eh schon CO2-frei nahezu jedenfalls ist. Also dieser österreichische Wasserkraftstromproduzent, der verkauft seine nicht benötigten Verschmutzungsrechte zum Beispiel an die Stadtwerke Essen. Und was machen die Stadtwerke Essen damit? Die kleben sozusagen als Etikett auf den eingekauften Graustrom das CO2-Zertifikat drauf, rufen dann noch beim RWE TÜV Nord an, könnt ihr uns mal da ein Zertifikat geben über das Zertifikat, dass wir jetzt Ökostrom haben, und dann nennen wir das einfach Ökostrom. Und der RWE TÜV Nord macht das auch gerne, der ist überhaupt dafür bekannt, dass er nahezu alles gegen Geld bescheinigt, zum Beispiel auch die Betriebssicherheit von Atomkraftwerken, die seit Jahren nicht gewartet sind. Also der RWE TÜV Nord, der verdient da schon ganz gut mit auch, weil die das, den Stempel natürlich auch nicht kostenlos machen. So, jetzt haben die Stadtwerke Essen Ökostrom durch diese CO2-Zertifizierung und sie vertrauen aber selber der ganzen Sache nicht so ganz, deswegen sagen sie auch in Ratsveranstaltungen und auch auf ihrer Website, wir haben echten Ökostrom. Also gibt es auch unechten Ökostrom und davon wollen sie sich möglichst sprachlich weit entfernen. So, diesen echten Ökostrom, den stellen sie der Stadt Essen, und das sind Millionen von Kilowattstunden Strom, die stellen sie der Stadt Essen in Rechnung. Und die Stadt Essen bezahlt anstandslos und ohne Nachfragen, denn sie haben ja den Auftrag an die Stadtwerke Essen erteilt, diese Rechnung. Diese Rechnung ist aber, wie ich aufgrund der Recherchen weiß, im Vergleich zu anderen Ökostromlieferungen von anderen Stadtwerken vergleichsweise teuer. Und zwar um ungefähr 3,2 Cent pro Kilowattstunde zu teuer. Das heißt, die Stadtwerke Essen verkaufen den falschen Ökostrom oder den gefälschten Ökostrom auch noch zu überhöhten Preisen. Wie kann das sein, dass die Stadt Essen das so einfach mitmacht, ohne Widerspruch? Ja, ganz einfach, weil die meisten Ratsmitglieder sind Feierabendpolitiker und werden von ihren Fraktionen darauf geeicht, das geht schon in Ordnung. Und die stellen dann auch keine Nachfragen, weil die Stadtwerke Essen-Leute sind in den Ratssitzungen, also drei- oder viermal habe ich das mal mitgekriegt, sind sehr gut dabei, ihre Geschäfte eben nicht zu erklären, sondern als sehr kompliziert, und man müsse da schon ihnen als Fachleute vertrauen, zu erklären, also eben nicht zu erklären, sondern Nebelkerzen zu werfen. Infolgedessen bekommen die auch keine Fragen gestellt. Und das ist ja das, was sie erreichen wollen. Mit diesen Geschäften machen die Stadtwerke Essen also Gewinne. Mit zustimmender Billigung der Mehrheitsstadtpolitik. Allerdings werden diese Gewinne gemacht auf Kosten der Steuerzahler. Denn letztendlich wird zu viel Steuergeld dafür bezahlt. Und jetzt kommt noch eins hinzu. Die Stadtwerke Essen kaufen regelmäßig im Vergleich zu anderen Stadtwerken mit ähnlichem Immobilienbestand viel zu große Mengen an Strom ein. Und das hat seine Ursache. Das liegt daran, dass außer einigen Vorzeigeimmobilien in dieser Stadt Essen nur sehr wenige städtische Liegenschaften energetisch saniert sind und deswegen einen sehr hohen Strombedarf haben. Und die Stadtwerke Essen haben in der Vergangenheit irgendwelche Energieeffizienzprojekte in dieser Stadt, Energieeffizienzmaßnahmen in städtischen Immobilien
systematisch ausgebremst, verlangsamt oder sogar verhindert. Denn ihr Geschäftsmodell ist gezielt so ausgerichtet worden in den vergangenen 15 Jahren, dass sie mit dem Verkauf und mit dem Handel und dann Verkauf an den einzigen Kunden stattdessen von möglichst großen Mengen Strom möglichst viel Gewinne machen und nicht mit Energieeffizienz. Energieeffizienz widerspricht einfach dem Geschäftsmodell der Stadt Essen. So, dass die Gewinne dann mit Steuergeld gemacht werden, das interessiert die Stadtwerke Essen nicht. Und das kommt auch bei der Stadt, da gibt es überhaupt kein Verständnis, null Verständnis dafür, kein Bewusstsein dafür in der politischen Öffentlichkeit, bis auf die Leute, die das gezielt wollen. Und da gibt es einzelne Personen, die eine ganz entscheidende Rolle spielen. Noch ein Beispiel, warum die Stadtwerke Essen eben nichts mit Energieeffizienz zu tun haben wollen, fand im Jahr 2017 statt. Da haben wir als Solargenossenschaft und ich als Vorstandsmitglied der Solargenossenschaft uns in langen Gesprächsrunden, bestimmt über ein Dreivierteljahr, daran beteiligt, ob es hier in der Stadt Essen eine neue Genossenschaft im Energiebereich gegründet werden sollte, gemeinsam mit uns und auch den Stadtwerken Essen und auch der Industrie- und Handelskammer und Kreishandwerkerschaft und ähnlichen Akteuren. Und zwar eine besondere Energiegenossenschaft, eine Energieeffizienzgenossenschaft. Das ist ein Modell, was in einem Modellversuch in der Bundesrepublik drei Orten durchgeführt worden ist, im ländlichen Bereich, im großstädtischen Bereich und im kleinstädtischen Bereich, eine sogenannte REG zu gründen, REEG, regionale Energieeffizienzgenossenschaft. Das Geschäft einer solchen Genossenschaft besteht ausschließlich spezialisiert darin, vor allem den kleineren und mittleren Unternehmen, wie zum Beispiel Bäckereien oder Einzelhandelsgeschäften und auch Arztpraxen, Arztzentren, Gastronomiebetrieben, dabei zu helfen, Energie einzusparen oder vorhandene Energie besonders effizient zu nutzen. Und das geht meistens nicht umhin, dass man dann Investitionen macht, zum Beispiel statt einer Gasheizung ein Blockheizkraftwerk, was sowohl Wärme als auch Strom erzeugt, einzubauen und dann eben den Strom auch zu nutzen oder eine energieineffiziente Beleuchtung in einem Laden durch stromsparende LED-Beleuchtung umzusetzen. Das ist das Geschäftsfeld einer regionalen Energieeffizienzgenossenschaft. Im Jahre 2016 haben die Stadtwerke Essen Projektmittel in fünfstelliger Höhe aus diesem Modellprojekt bekommen, um sich daran zu beteiligen oder genauer gesagt sogar der Motor zu sein zur Gründung so einer regionalen Energieeffizienzgenossenschaft in Essen. Und sie haben diesen Auftrag angenommen und durchgeführt worden ist das oder eingeladen für solche Gesprächsrunden, um Akteure, städtische Akteure zusammenzufinden, um so eine regionale Energieeffizienzgenossenschaft zu gründen, hat dann die Stabsstelle Klimawerkstatt angesiedelt beim Oberbürgermeister der Stadt Essen gemacht. Und wir als Solargenossenschaft sind ja schon eine Bürgerenergiegenossenschaft. Wir haben dann einen Anruf gekriegt, Herr Schwärmer, wir planen da so eine regionale Energieeffizienzgenossenschaft. Wie sehen Sie das? Ich sage, was ist das denn? Dann habe ich mir das erklären lassen und dann habe ich gesagt, ach, das ist eigentlich eine tolle Idee. Ja, meinen Sie das ernst? Betrachten Sie das nicht als Konkurrenz? Ich sage, nee, wieso denn? Im Gegenteil. Alles, was Energieeffizienz, erneuerbare Energien und so in dieser Stadt voranbringt, endlich voranbringt, bin ich dafür. Und deswegen, ja, laden Sie mich ein oder laden Sie uns ein und dann sind wir da hingegangen, zig Gesprächsrunden gemacht, bestimmt fünf oder sechs im großen Kreis,
Wer hat die meiste Arbeit gemacht, um zum Beispiel eine Satzung zu erarbeiten, um einen Businessplan zu erarbeiten? Das waren wir von der Solargenossenschaft Essen, die diese Arbeit unbezahlt und ehrenamtlich machen. Und wer hat dabei gesessen und Kaffee getrunken und Kekse gemümmelt bei den Konferenzen? Die Vertreter der Stadtwerke Essen, die aber dafür eine fünfstellige Summe, also irgendwas zwischen 60.000 und 70.000 Euro dafür bekommen haben, dass sie das eigentlich machen und steuern und in Bewegung setzen sollten. So, und wie ist dieser Prozess geendet im Jahre 2017? Es gab dann es gab eine Satzung, man hätte eine regionale Energieeffizienzgenossenschaft gründen können. Das braucht man, um eine Genossenschaft zu gründen, man braucht eine Satzung. Es gab einen Businessplan, wie so ein Geschäft laufen könnte. Es gab drei Modellprojekte, die wir akquiriert haben, und ein viertes Modellprojekt, was der wissenschaftliche Mitarbeiter akquiriert hat, der auch bezahlt worden ist. Und bei dem vierten Projekt ging es darum, in einem Altenheim ein Blockheizkraftwerk einzubauen, als Beispielprojekt. Das war noch nicht beschlossen und nicht unterschriftsreif. Ein Blockheizkraftwerk einzubauen, was Strom und Wärme erzeugt und eine Menge Energie in diesem Altenheim gespart hätte und dann auch Energiekosten eingespart hätte. Und aus den eingesparten Kosten hätte man die Miete für das Blockheizkraftwerk bezahlen können über die Jahre. Und als dieses Projekt vorgestellt wurde, wurde mit einmal der Kekse mümmelnde und Kaffee trinkende Stadtwerkevertreter wach und sagte: Moment mal, Blockheizkraftwerke, das ist unser Metier, das machen wir. Das kommt nicht dafür in Frage. Von daher war dann großes Erstaunen in der Gesprächsrunde und die Sitzung wurde ohne Ergebnis und auch ohne Protokoll beendet und auf der Fahrt im Rathaus aus dem, weiß ich wie viel, fünften Stockwerk oder so runter, war ich zufällig mit dem Stadtwerkevertreter im Fahrstuhl und dann hatte dieser Mann mir unter vier Augen im Fahrstuhl, kann ich natürlich nicht bezeugen, gesagt: Herr Schwärmer, wir werden uns nicht nur an einer regionalen Energieeffizienzgenossenschaft nicht beteiligen, wir werden es zu verhindern wissen. Also insofern, klare Aussage, meine Erfahrung mit den Stadtwerken Essen, und das geht jetzt über etliche Jahre, ist, die Stadtwerke Essen sind in Essen nicht der Motor der Energiewende und der Umstellung auf erneuerbare Energien, sondern sie sind der Verhinderer und Behinderer der Energiewende. Und sie selber behaupten, dass sie eine Solaroffensive machen jetzt seit kurzem. Und ich weiß, wie man Solaroffensive bei den Stadtwerken Essen buchstabiert. Sie sind offensiv gegen alles, was irgendwie mit Solar zu tun hat, mit erneuerbaren Energien. Und etliche Projekte wurden von den Stadtwerken Essen aktiv behindert oder sogar verhindert. Zuletzt haben wir von der Solargenossenschaft Essen mit einer nachhaltigen Schülerfirma, also Schülerfirma, das sind, wie der Name schon sagt, sind 16, 17-jährige SchülerInnen am Gymnasium Wolfschule, die haben eine Firma gegründet, die nennt sich The Green Club. Und die Green Club SchülerInnen sind wirklich, also ich kriege feuchte Augen, wenn ich daran denke, wie engagiert die zugange sind. Und die hatten im Mitte des Jahres 2019, da existierten die erst ein halbes Jahr, da hatten die schon mehrere Nachhaltigkeitswettbewerbe gewonnen und hatten schon 2.000 Euro an Preisgeldern eingesammelt. Das ist eine Menge Geld für so eine Schülerfirma. Was haben die dann gedacht? Jetzt feiern wir mal richtig so eine tolle Party. Nee, die haben ganz anders gedacht. Die haben gedacht, wir investieren diese 2.000 Euro, wir wollen eine kleine Solaranlage bauen, eine Solarstromanlage, mit der wir zum Beispiel, wenn die Sonne scheint, den Kühlschrank von unserem Schülercafé betreiben können.
ist ja keine dumme Idee, wenn es warm ist, muss der Kühlschrank mehr laufen und wenn man dann zumindest einen Teil des Stroms aus der Solarstromanlage beziehen kann, dann ist das doch eine gute Sache. Und dann haben die sich erfolglos bemüht, irgendwie auch nur ein Gespräch bei der Stadt Essen, wer ist denn da zuständig, wer kann uns denn mal weiterhelfen, da in die Wege zu kriegen. Und dann war es die Oma, eine der Vorstandsvorsitzende der Schülerfirma, Leonie heißt die, im Familiennamen nenne ich jetzt nicht, die Oma von Leonie, die rief bei uns an und sagte, Herr Schwärmer, ich bin ja Gründungsmitglied bei Ihnen. Ja, sag ich, kenne Sie auch noch. Und schön, dass wir mal wieder miteinander sprechen. Ja, meine Enkelin am Gymnasium Wolfskuhle, die Leonie, die macht so eine tolle Entwicklung, die kriegt so viel Selbstbewusstsein und erzählt jetzt immer von der Schülerfirma Green Club, heißt die. Und die wollen jetzt eine Solarstromanlage bauen. Können Sie denen nicht unter die Arme helfen? Und das habe ich dann gemacht. Ab Juni 2019 bin ich da öfter hingegangen. Und ich bin selber Lehrer gewesen und ich habe noch nie in meinem Leben so engagierte und couragierte und auch wissbegierige Schülerinnen gefunden wie da. Es hat echt Spaß gemacht, mit denen zusammenzuarbeiten und wir haben den Plan entwickelt. Wir Solargenossenschaft machen mit euch Schülerfirma The Green Club das zusammen und wir legen auf eure 2.000 Euro nochmal rund 13.000 Euro drauf und wir machen eine richtig schöne Solarstromanlage, aber nicht für euch, sondern wir machen das mit euch, so wie man in der Industrie auch Arbeitsgemeinschaften bildet, um irgendwas zu bauen. Ja, und dann haben wir die Planung gemacht, ab Juni 2019 und im November 2019 waren wir dann soweit, dass eigentlich alles durchgesprochen war, was man da alles so machen muss. Das will ich jetzt nicht weiter ausführen. Dann haben wir gesagt, ja, könnten wir eigentlich mal an die Stadt Essen herantreten, damit die uns sagen, ob wir von denen einen Vertrag kriegen, dass wir auf dem Dach der Schule eine Solarstromanlage bauen können. Ja, was soll ich Ihnen sagen? Es hat bis im Januar 2020 haben dann die Schülerinnen einen sehr freundlichen Brief über den Betreuungslehrer, der über die Schulleitung, also ganz vor den Dienstweg hoch, ans Schulamt, und das Schulamt sollte das weiterleiten an das Amt für Immobilienwirtschaft, ob sie mal mit dem Amt der Immobilienwirtschaft darüber reden könnten, sie wollten eine Solarstromanlage bauen, ob man das machen könnte. Ja, das war am 8. Januar 2020, ist diese E-Mail geschickt worden, auf dem Dienstweg. Was denken Sie, wann die Antwort da war? Normale Antwortzeit nicht unter 3 Wochen. In diesem Fall war die E-Mail nach 2,5 Stunden beantwortet, und zwar abschlägig. Es war ganz offensichtlich vorbereitet, das Schreiben, und es wurde gesagt, liebe Schüler, wir beglückwünschen euch für euer Engagement für Klimaschutz. Die Stadt Essen ist ja immer schon für Klimaschutz eingetreten und macht bitte weiter so, aber wir können euch keinen Dachüberlassungsvertrag geben. So, und keine Begründung, warum und wieso, und ja, jedenfalls, ich kürze das mal ab jetzt. Es ist über Monate weitergegangen, wir haben x Versuche gemacht, dass es überhaupt noch zu einem Gespräch gekommen ist darüber, ob man das machen darf. Und erst am Ende des Kommunalwahlkampfes 2020, als Oberbürgermeister Thomas Kufen, CDU, das vierte Mal von Schülereltern angesprochen worden ist, auf öffentlichen Wahlkampfveranstaltungen, da gäbe es doch dieses Projekt Green Club, Gymnasium Wolfskuhle, warum es denn da nicht mal wenigstens ein erstes Gespräch geben, dann hat es ein Gespräch gegeben mit Vertretern der Stadtwerke Essen und der EVV, der Holding, die die Stadtwerke Essen unter anderem leitet. Und was ist bei diesem Gespräch herausgekommen? Die Schülerinnen des Green Clubs
haben das Konzept vorgestellt, wie diese Solarstromanlage in Arbeitsgemeinschaft mit der Solargenossenschaft Essen erstellt worden ist und haben das höchst professionell gemacht. Also ich habe früher an der Hochschule gearbeitet und im Fachbereich Elektrotechnik. Ich habe noch nie solche Studierende gehabt, die im zweiten Semester auch nur annähernd in der Lage gewesen, so eine Präsentation so professionell vor diesen dösigen Stadtwerkevertretern zu machen. Und was ist passiert? Die Stadtwerke Essen haben das mit verschiedenen Argumenten schlichtweg abgelehnt. Eine Solarstromanlage auf einem freien Dach zuzulassen, diese Anlage zu bauen zu lassen, obwohl die Stadtwerke Essen dadurch noch eine Stromkostenersparnis gehabt hätte von 1000 Euro im Jahr, nachdem sie vorher schon Stromkosten eingespart hätte durch den von der Sonne geernteten Strom und die Miete bezahlt hätte an den Green Club und anteilig an uns, an die Solargenossenschaft, für die Investitionen, die wir getätigt hätten zusammen. 15.000 Euro Investitionen in eine Solarstromanlage sind abgelehnt worden, obwohl das Geschäftsmodell oder der Vertrag so ausgesehen hätte, dass die Stadt Essen sogar noch 1.000 Euro im Jahr im Vergleich zu dem eingekauften Strom Kostenersparnis gehabt hätte. So, und warum ist das abgelehnt worden? Weil die Stadtwerke Essen-Vertreter gesagt haben, liebe Schülerinnen, ihr glaubt ja gar nicht, wie kompliziert die Welt ist, aber es macht aus unserer Sicht überhaupt keinen Sinn, den echten Ökostrom, den wir ja sowieso schon in die Schulen liefern, durch Solarstrom zu ersetzen. Wieso sollten wir das tun? Und außerdem auf so eine Trickserei mit Mietvertrag für eine Solarstromanlage, da lassen wir uns nicht an. Punkt, Ende der Sendung. So, und das sind die Erfahrungen, die man hier in Essen hat. Fazit: Die Stadtwerke Essen belügen meines Erachtens die Öffentlichkeit über den Etikettenschwindel, dass sie echten Ökostrom anbieten. Und das glauben auch anscheinend nur die wenigsten Bürgerinnen. Die Stadtwerke Essen haben im letzten Geschäftsbericht ausgewiesen, dass sie, oh Wunder, seit 2010 schon 613 Stromkunden gewonnen haben für den echten Ökostrom außerhalb der Stadt Essen. Ja? Also ein Riesenerfolg. Zweitens schädigen die Stadtwerke Essen das Gemeinwohl, weil sie seit Jahren zu hohe Stromrechnungen machen, die mit Steuergeld bezahlt werden. Drittens verhindern sie den Ausbau erneuerbarer Energien und die Energieeffizienzmaßnahmen, die man machen könnte in Essen, was wiederum Bürgerenergiegenossenschaften und Bürgerinnen demotiviert, die wirksamen Klimaschutz in Essen erreichen wollen. Und auch engagierte SchülerInnen, die sich für Nachhaltigkeit aktiv und praktisch einsetzen wollen, demotiviert. Viertens führen sie 29% der Gewinne aus diesen dubiosen Geschäften an den E.ON-Konzern ab jetzt, nicht mehr RWE, bis zum Oktober 2020 war das RWE, jetzt führen sie das an den E.ON-Konzern ab, weil der E.ON-Konzern 29% jetzt über die Tochterfirma Westenergie an den Stadtwerken Essen hält. Das heißt, die Stadt Essen hat auch von jedem Euro, den die Stadtwerke Essen Gewinn machen, kriegt die nur 51%. 20% der Stadtwerke Essen gehören noch am Stadtwerkeverbund, der heißt Trianel. So, was ist aus meiner Sicht zu tun? Das Geschäftsmodell der Stadtwerke Essen muss geändert werden. Es muss von einem Bremser und Verhinderer der Energiewende zum Motor der Energiewende gemacht werden. Und wie ist das machbar? Aus meiner Sicht ausschließlich und allein durch Rekommunalisierung der Stadtwerke Essen. Das heißt, über ein Beenden der Anteilseignerschaft von RWE bzw. jetzt E.ON. Welche Chance könnte dazu genutzt werden?
seit im Oktober 2020 ist der Besitzübergang gewesen von RWE nach E.ON im Zuge dieses, Gunnar Harms hat das vorhin erläutert, verdeckten Kartells, was RWE und E.ON jetzt bilden. Dieser Besitzerwechsel könnte in dem Vertrag, den die Stadt Essen damals mit RWE gemacht hat, über die Anteile an den Stadtwerken Essen, eine Kündigungsklausel auslösen, nämlich die Change of Control Klausel. Also ist ein Besitzerwechsel eingetreten, dann kann die Stadt Essen als diejenige, die die Anteile abgetreten hat an ehemals RWE, könnte sagen, jetzt ist das ein neuer Anteilsbesitzer, der heißt jetzt E.ON bzw. Westenergie, das wollen wir nicht. Und könnte diesen Anteilsvertrag mit E.ON fristlos kündigen. Und die 29% Anteile, die jetzt im E.ON-Westenergiebesitz sind, zurückkaufen. Die Stadt Essen ist aber stark verschuldet, hat angeblich kein Geld für nichts, außer für Quatsch, wie zum Beispiel eine Steuerförderung. Woher sollte das Geld kommen? Das Geld für den Rückkauf der 29% Anteile an den Stadtwerken Essen wäre mühelos aus Verkauf von RWE-Aktienanteilen zu beschaffen und oder mit aufgenommenen Bankkrediten. Derzeit bekommen Städte, Kommunen Bankkredite und bekommen noch Geld da drauf, wenn sie den Kredit nehmen. Nicht nur zu 0% Zinsen, sondern sie bekommen Negativzinsen. Sie bekommen noch Zuschüsse dazu, die sie nicht zurückzahlen müssen. Wenn sie nur Hauptsache, dass sie die Kredite bei den Banken aufnehmen. Also aus beiden Quellen wäre der Rückkauf, die Rekommunalisierung, jedenfalls teilweise Rekommunalisierung um 29%, der Stadtwerke Essen zu machen. Was passiert in dieser Stadt? Es passiert gar nichts. Es wird noch nicht mal ansatzweise diskutiert, ob man dies tun sollte, während andere Städte, wie zum Beispiel Neuss, wie ich gehört habe, dies längst vollzogen haben. Also Change of Control, Klausel einsetzen, Vertrag fristlos kündigen und Anteile zurückkaufen und dann die Stadtwerke auf neuen Kurs bringen. Das wäre aus meiner Sicht Gebot der Stunde und damit auch dieses gleichermaßen klimaschädliche wie auch gemeinwohlschädigende Geschäftsmodell der Stadtwerke Essen beenden. So, Vorbild dafür ist zum Beispiel die Bürger, der Rückkauf der Stadtwerke, der Gasnetze und des Stromverteilnetzes in Berlin, was dem Vattenfall-Konzern gehört hat und wo sich eine Bürgerenergie-Berlin-Genossenschaft seit 7 oder 8 Jahren darum bemüht, auch mit einem Bürgerentscheid, der sehr viele Stimmen gekriegt hat, 2014 schon, sodass jetzt endlich aus den Händen des Vattenfall-Konzerns das Stromnetz und das also das Stromverteilnetz in der Stadt und das Gasverteilnetz zurückgekauft wird. Und das ist ein sehr, sehr gutes Geschäft. Das ist ein risikoarmes Geschäft, weil es garantierte Preise gibt für die Durchleitung von Gas und Strom durch die Netze. Also ein Traum für jeden Investor, so ein mündelsicheres Investment zu haben, wäre da machbar. Und es steht den Kommunen absolut an, das so zu machen und die Konzerne wie RWE und E.ON aus dem Netzbetrieb herauszudrängen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt beantworte ich gerne noch Fragen von Ihnen.